befinden uns in der Zukunft. Die Währung heißt Information. Datenraub ist ein Kapitalverbrechen. Soul Cutter ist ein Datendieb. Hey, Cutter! Heute zappelt ein fetter Fisch im Netz, was? Irgendwas stimmt mit den Daten nicht, die ich transportiere. Kannst du mir was darüber sagen? Negativ, militärisch verseucht. Die Bullen haben uns entdeckt. Nun aber raus hier, und zwar schnell. Die Belohnung ist hoch. Nicht anfassen, schlagen oder schmusen. Das Ding war an sich reine Routine und auf einmal jagt mich die ganze Welt. Eine falsche Bewegung und ich perforiere dir das Toupet. Aber auch das Risiko. Den Brown-Cycle-Virus eingepflanzt. Eine Pattsituation im klassischen Sinne. Was wollen die von dir? Versteckst du was? Genau das könnte ich dich auch fragen. Diesmal hat er jedoch mehr geraubt, als er beabsichtigt hatte. Denn irgendwas, da bin ich sicher, habe ich im Kopf und ich will's wieder raus haben. Da der Mensch Cutter nur die Summe der Erinnerungen ist, wirst du irgendwann ausgelöscht sein. Nun steckt es in seinem Kopf. Stellen Sie sich eine Software vor, die das menschliche Gehirn dupliziert und im Computer abspeichert. Eine Software, die es uns Menschen ermöglicht, eine Computerkopie von uns zu erstellen. Und in 2 Stunden wird es ihn getötet haben. Du stinkst nach Tod, Junge. Lauf, mach endlich hin, Mann! Schneller, Cutter! Die scheiß Tür geht zu, beeil dich, Cutter! Weil du leichtsinnig wirst, müssen unschuldige Menschen sterben. Bilde dir ja nicht ein, du hättest die Wut für dich gepachtet. Philips Media präsentiert Ihnen brandneu den interaktiven Spielfilm Burn Cycle. Haben Sie ihn erst einmal im Kopf, kann ihn nichts mehr aufhalten.